Ich hoffe, Sie hatten ein fantastisches Wochenende. Damit herzlich willkommen bei Ron. Es ist Montagabend und wir blicken ein bisschen zurück, aber vor allem auch nach vorne. Tina, was haben wir heute alles im Programm? Genau, wir schauen nach vorne, was da auf uns zukommt. Das Land Rheinland-Pfalz hat heute seine Pläne vorgestellt, wie es gegen die nächste Corona-Welle ankämpfen möchte, welche Maßnahmen da auf uns zukommen. Außerdem ist heute Jugendgewalt unser Thema. Ist es nur ein Gefühl oder schlagen Jugendliche tatsächlich häufiger und schneller zu, als das früher vielleicht der Fall war? Wir haben mit einer Psychologin und einem Opfer gesprochen. Und außerdem, das Festival des deutschen Films wird erwachsen. Auf was Sie sich zum 18. Geburtstag freuen dürfen, jetzt hier bei Ron. Auch wenn momentan immer noch Sommer ist, nicht nur gefühlt, der Herbst kommt, garantiert. Und das wird dann der dritte sein unter den Eindrücken des Coronavirus. Und das Land Rheinland-Pfalz, das fühlt sich gerüstet. Der Gesundheitsminister Clemens Hoch hat heute umrissen, wie das Land plant, dem Coronavirus entgegenzutreten. Ein Frühwarnsystem soll es geben, das auf einem sogenannten Abwassermonitoring beruht. Heißt, bis zum Herbst sollen rund 14 Kläranlagen eingebunden sein, darunter in Germersheim, Speyer und Worms. Rund 500.000 Euro soll das kosten. Zudem soll es eine Sentinel-Kohorte geben, also eine Bevölkerungsgruppe, die einen repräsentativen Ausschnitt der Bevölkerung bildet. Mit ihr soll das Infektionsgeschehen oder auch die Ausbreitung von Virusvarianten besser überwachbar sein. Gleichen Nutzen soll eine sogenannte Sentinel-Praxis haben, beziehungsweise Praxen. Clemens Hoch, der Gesundheitsminister, gibt sich optimistisch. Wir sehen uns in Rheinland-Pfalz gut gerüstet. Wir haben unsere Impfzentren am Start und sie sind einsatzbereit. Wir haben die Ankündigung, dass bald ein angepasster Impfstoff kommen soll. Wir haben unsere Testinfrastruktur ausgebaut und setzen jetzt auch noch mal auf sogenannte Sentinel-Kohorten und Bevölkerungsquerschnitte. Und wir sind froh, dass es einen Entwurf eines Infektionsschutzgesetzes gibt. Das ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber wir wissen jetzt ja schon, wir werden einen Instrumentenkasten haben, mit dem wir handlungsfähig sind. Wir wünschen uns vom Bund noch etwas mehr Klarheit und etwas mehr Sicherheit bei den Maßnahmen. Aber dafür haben wir jetzt ja ein Verfahren im Bundesrat und das werden wir noch hinbekommen. Was für Maßnahmen sehen Sie denn als unabdingbar an, die auch im Bundesinfektionsschutzgesetz stehen müssen? Also ganz klar ist das effektivste Mittel der Pandemiebekämpfung die Maske. Und wir brauchen Klarheit, wann die Maskenpflicht gilt und wie und in welcher Form. Zum Beispiel haben wir in Rheinland-Pfalz immer sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass auch medizinische Masken einen wirksamen Schutz vermitteln, wenn alle sie tragen. Bei manchen anderen Dingen ist mir hinreichend einleuchtend, wieso die Bundesregierung gesagt hat, es soll Maskenpflicht geben, es soll Testpflichten geben, es soll Zugangsbegrenzungen geben können. Es soll aber auch die Möglichkeit von Erleichterungen geben können für frisch Geimpfte und Genesene. Und trotzdem ist das nicht in allen Fällen gleich eindeutig für die Menschen, wieso vielleicht jemand, der gerade frisch geimpft ist, keine Maske tragen soll. Und deswegen wünschen wir uns da noch etwas mehr Klarheit und Verlässlichkeit vom Bund. Wäre das Coronavirus ein Film, dann wäre wahrscheinlich irgendwie so täglich grüßt das Murmeltier oder ähnliches der entsprechende Titel. Ja, wir sind bei den Filmen. Am Mittwoch geht es da wieder los mit dem 18. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Bis zum 11. September können dann nämlich Kinobegeisterte insgesamt 49 Filme sehen. In zwei Zeltkinos und einem Freiluftkino mit jeweils 1200 Plätzen können Besucher zwei Wochen lang diverse Produktionen aus den unterschiedlichen Genres genießen. In diesem Jahr sind besonders viele Komödien dabei. Der Intendant Michael Kötz erwartet knapp 90.000 Besucher und so viele Tickets müssen natürlich auch verkauft werden, um keinen Verlust zu machen. Denn das Festival selbst ist ein Verein, der 80% seines 2 Millionen Euro großen Gesamtetats selbst stemmen muss. Neben Schauspielerin Iris Berben und Caroline Herfurth wird Katharina Marie Schubert mit ihrem neuen Film Sayonara Lorelei das Festival dann am Mittwoch eröffnen. Und Ron-Reporter Hauke Kutz hat den Intendanten Michael Kötz getroffen. 18 Jahre Festival des Films hier in Ludwigshafen. Bei mir ist Intendant Michael Kötz. Erstmal Glückwunsch zu Volljährigkeit. Wenn Sie so auf das erste Jahr zurückblicken, inwiefern hat sich dieses Festival verändert? Na, das fing sehr vorsichtig und schüchtern an und keiner hat geglaubt, dass das jemals was werden würde. Wir waren dann ganz froh erschrocken, dass mit einem Kino, glaube ich, und einem kleinen Strandzelt, dass da immerhin 7.000 Menschen kamen, da waren wir schon ganz stolz, wenn wir gewusst hätten, dass es dann 120.000 werden im Jahr, also vor 2019 waren es 120 vor der Pandemie, da wären wir schon sehr erschrocken gewesen. Aber es ist eine schöne Geschichte, also es ist eine Geschichte des jährlichen Aufstiegs
auch der Akzeptanz in der Branche, die immer größer wurde. Und heute müssen wir ja niemand überreden, herzukommen, sei er noch so berühmt oder sie. Die kommen einfach gerne, wenn sie können. Iris Berben zum Beispiel oder Ulrich Tukur. Sie kommen einfach, ja, und weil es hier so schön ist. Und weil man so tolle Gespräche mit den Menschen führen kann, das ist auch wichtig. Es ist nicht nur die Location, es ist auch die Tatsache, dass es diese intensiven Publikumsgespräche gibt, die es sonst wirklich nicht gibt. Und das sind alles Amateure quasi im Publikum. Das macht es wahrscheinlich so lebendig, ne? Also wenn das in Cannes ist oder so Berlin, dann sitzen da so ein paar müde Profis und leiern sich irgendeine Frage raus und auf der Bühne weiß genau, eigentlich, ne? Und hier ist wirklich anders und die Menschen freut sich, das ist toll. Sie hatten ja auch den großen Wachstum angesprochen. Trotzdem haben Sie sich als Veranstalter ja auch bewusst jetzt entschieden, wir wollen nicht bis ins Unendliche wachsen. Was sind da denn? Das war im Grunde schon vor der Pandemie, als uns klar wurde, das geht doch nicht. Wir wachsen immer weiter und irgendwie ist die Insel dann auch mal zu klein. Und die Atmosphäre geht vielleicht auch kaputt. Also müssen wir das eigentlich? Ich finde ja generell, dass wir als Gesellschaft nicht unbedingt immer in allen Punkten immer weiter wachsen müssen. Vielleicht sollten wir besser werden, intensiver, genauer, aber nicht unbedingt größer und schneller. Auch die Autos nicht und so. Ja? Im Gegenteil. Und warum also? Und dann haben wir durchgerechnet, wie viel brauchen wir eigentlich? Und wenn wir 120 maximal, also 100.000 Tickets verkaufen, dann sind wir zufrieden. Das ist das Geld, was wir brauchen. Wir machen auch keine Gewinne. Das ist eine gemeinnützige GmbH hier. Die darf gar keine Gewinne machen. Wir müssen uns nur finanzieren. Und da wir das zu 80% selber müssen, das ist eine Besonderheit des Festivals, dass es nur 20% Gelder gibt von Sponsoren und der öffentlichen Hand. Und gut, also knapp 80% müssen wir erwirtschaften. Das macht abhängig und frei gleichzeitig. Witzig, wenn man dann Filme auswählt, von denen man schon weiß, wenn nicht so viele Leute reingehen, zeigen wir die trotzdem, dann ist das so eine Art Treueschwur auf dein Qualitätsgefühl, nicht wahr? Das Gegenteil von Lippenbekenntnissen, das kostet was. Ja? Also ich sage dann, den nehmen wir den Film, scheiße, kostet 20.000 Euro, aber ich zeige ihn. Ja? Sie haben die Filme angesprochen, was erwartet denn ganz grob die Leute hier, wenn sie das Festival besuchen wollen? Sie hatten vorhin auch schon mal von vielen Komödien gesprochen, wie sieht das dieses Jahr aus? Ja, es gibt ganz viel Komödien. Wir haben die Filme nicht gemacht, wir haben sie nur ausgesucht und wenn sie nicht gut wären, gelungen wären, würden wir sie auch nicht zeigen. Also wir kuratieren, wir zeigen 40 neue deutsche Filme, glaube ich, oder 50 aus über 350. Also es ist eine Auswahl. Es gibt aber viel Komödien, vielleicht haben die Leute auch die Schnauze voll von den ganzen ernsten Themen auf der Produzentenseite und Künstlerseite, das glaube ich schon. Komödien sind aber auch nicht immer nur lustig, sind auch ernst. Sie haben immer ein ganz ernstes Thema, damit es lustig wird. Davon gibt es, es gibt auch andere Filme, es ist ein ganz weites Spektrum. Ich sage mal, wenn man es aufs Fernsehprogramm, das Lineare, das gute Alte überträgt, würde man sagen, wir fangen um 20.15 Uhr an und enden um 2 Uhr nach Mitternacht um 2. Das ist das Profil, das ist ein weites Spektrum, man muss das Heft angucken. Gibt es überall, kostenlos, 80 pralle Seiten. Herr Kötz, vielen Dank für das Gespräch. Wir schauen noch weitere Meldungen. In Neckargemünd musste ein Hund notoperiert werden, nachdem er einen präparierten Köder gefressen hatte. Laut Polizei waren auf einer Bordsteinkante mehrere Stücke Wurst ausgelegt, in die ein Stück Draht eingedrückt wurde. Der Hund, das ist schon mal die gute Nachricht, überstand die Operation gut. Die Polizei hat mehrere Köder auch sichergestellt, sucht aber nun nach Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können. Weitere Nachrichten fasst Adriana Kaufmann zusammen. Um eine Attraktion reicher. In Heddesheim haben heute die Bauarbeiten für die Heddesheim Arena begonnen. Besonders für Sportlerinnen und Sportler ein Grund zur Freude. Durch das überdachte 450 Quadratmeter große Mehrzweckspielfeld aus Kunstrasen können sie ihrem Hobby auch bei schlechtem Wetter nachgehen. Insgesamt investiert die Gemeinde 600.000 Euro in den Bau und wird dabei um weitere 75.000 vom Land Baden-Württemberg unterstützt. Bis Mitte November soll die Arena fertig sein. Große Preissteigerung. Im Südwesten müssen Kunden wegen der neuen Umlage bald mehr für Gas bezahlen als bisher. Heidelberg und Mannheim planen die Weitergabe der Umlage direkt ab 1. Oktober. Andere Versorger ziehen erst später nach. Durch die Umlage entstehen Haushalten Mehrkosten von bis zu mehreren hundert Euro. Die geplante Senkung der Mehrwertsteuer wird die Steigerung zwar abmildern, aber nicht vollständig ausgleichen. Pegel gestiegen.
Pendler dürfen sich freuen, denn die Kollerfähre zwischen Brühl und Otterstadt fährt ab Mittwochmorgen wieder. Wegen des niedrigen Wasserpegels musste der Betrieb Anfang August eingestellt werden. Mittlerweile liegt der Wasserstand am Pegel Speyer bei knapp 3 Metern, sodass dem Fährenbetrieb nichts mehr im Wege steht. Nach Angaben der Behörde muss eine Fähre einen dauerhaften Pegelstand von 2,20 Meter haben. 7-mal Gold, 7-mal Silber und 2-mal Bronze. Das ist eine starke Ausbeute bei der Leichtathletik-EM in München. Und damit sicherte sich das deutsche Leichtathletik-Team den ersten Platz vor Großbritannien und Spanien. Und auch die Region war erfolgreich vertreten. Allen voran Weitspringerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz, die Silber holte. Und auch die MTG Mannheim, die war 4-mal im deutschen Team vertreten. Sprinterin Jessica Bianca Vessoli, die half der 4-mal-100-Meter-Staffel ins Finale. Außerdem nahmen die Hochspringerin Jacqueline Ocherre, die Sprinterin Lisa Nipken und der Speerwerfer Andreas Hofmann an der EM teil. Anders als bei der WM im Juli in Eugene sind die deutschen Athleten offenbar wieder siegesfähig. Aber reicht das für das nächste große Ziel, Olympia 2024 in Paris? Michel Teuke hat mit Rüdiger Haxen von der MTG Mannheim über das Ergebnis gesprochen und sie eingeordnet. Herr Haxen, gestern ging ja die Leichtathletik-EM in München zu Ende und für die deutschen Athleten, da lief es richtig gut. Insgesamt gab es 16 Medaillen, also Platz 1 im Medaillenspiegel. Wie ist denn Ihr Fazit zur Leistung der Deutschen? Ja, dieser positiven Bewertung, dieser Euphorie kann man sicher nur anschließen. Es war ein begeisternder Auftritt der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Also die sind teilweise, die Jungs und Mädels, da über sich hinaus gewachsen, getragen vom Publikum. Das war wirklich Werbung für eine Sportart. Das war ganz großes Kino, was wir da erlebt haben. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass bei der Leichtathletik-EM die ganzen Top-Nationen wie die USA, Kenia oder auch Jamaika fehlen. Bei der Leichtathletik-WM hingegen, die erst vor wenigen Wochen stattgefunden hat, waren diese Nationen dabei. Und da konnten die Deutschen im Vergleich nicht so gut abschneiden. Wie kann man denn jetzt so einen Stellenwert der Leichtathletik-EM einordnen und auch dementsprechend die Leistung der Deutschen? Da muss man grundsätzlich auch mal festhalten, dass die Leichtathletik, die außer dem Fußball, die globalisierteste Sportart der Welt ist. Also bei der Leichtathletik nehmen 200 Nationen teil. Und es gewinnen weit über 50 oder 60, ich habe es nicht genau im Kopf, Medaillen. Das sieht natürlich weltweit gesehen, das sieht natürlich bei einer Europameisterschaft, also bei einer Kontinentalmeisterschaft, immer anders aus. Klar, wir haben erlebt, im Weltmaßstab tun sich einige Schwächen auf in der Leichtathletik, das ist nicht zu übersehen. Im Kontinentalmaßstab, also mit Blick auf Europameisterschaften, kann man das wieder egalisieren. Insofern ist es durchaus berechtigt zu sagen, wir haben im Weltmaßstab in einigen Disziplinen Nachholbedarf. Da muss viel getan und investiert werden. Und wir können, denke ich, jetzt auch schon mal wirklich stolz sein, nach diesen ernüchternden Tagen in Eugene bei der WM, über dieses tolle Ergebnis in München. Jetzt haben Sie gerade gesagt, vor allem auf der Weltebene gibt es noch einiges an Nachholbedarf. Jetzt sind nur noch 2 Jahre bis zu den nächsten Olympischen Sommerspielen. Was genau muss denn bis dahin noch alles in der deutschen Leichtathletik getan werden? Ja, das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, weil es gibt nicht die Leichtathletik. Leichtathletik umspannt 48 olympische Disziplinen. Und die Sprintdisziplinen haben andere individuelle Dinge zu lösen, wie jetzt Beispiel Hammerwerfen, wenn ich jetzt mal eine Disziplin rausgreifen sollte. Grundsätzlich muss, und es gibt ja einige, die das sehr ernst nehmen, muss im deutschen Sport durchaus in der Nachwuchsproblematik gearbeitet werden. Das heißt, dort, wo die Basis entsteht, wo die grundlegende Arbeit gemacht wird, in den Vereinen, und da wiederum noch einen Schritt früher in der Schule, da darf nicht so viel Sportunterricht ausfallen. Das gibt viele Ebenen, wo man an der Basis ansetzen muss, um langfristig hier Erfolge zu erzielen. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall für die Leichtathletik. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Haxen. Danke Ihnen.
Wir machen einen starken Themenwechsel und blicken auf Geschehen, die uns momentan sicherlich alle in irgendeiner Art und Weise bewegen. Also ein Beispiel jetzt gerade aus Mannheim. Da wollte ein Mann einen Streit unter Jugendlichen schlichten und die sind dann auf ihn losgegangen und haben auf den 53 Jahre alten eingeprügelt. Also es ist nur einer von mehreren Fällen, die da zuletzt aufgeploppt sind, beispielsweise in Weinheim oder auch in Worms, wie Johanna Schädel und Hauke Kutz berichten. Der Wormser Kinobetreiber Patrick Mais wird den 5. Juli 2021 so schnell nicht vergessen. Nach einer Filmvorstellung haben zwei Jugendliche eine Tüte Brezeln gestohlen. Ein Mitarbeiter von Mais stellte einen der beiden und bringt ihn zurück ins Kino. Hier wird der Jugendliche schnell handgreiflich. Im Aufstehen hat er mir dann mit der rechten Faust hier voll aufs Auge gehauen. Ich bin dann hier zu Boden gegangen und war wohl auch kurze Zeit bewusstlos, wie mir mein Mitarbeiter sagte. Mit einer Gehirnerschütterung wird Patrick Mais ins Krankenhaus eingeliefert. Die Folgen des Angriffs: ein blaues Auge, Schmerzen in der Brust und eine kaputte, teure Gleitsichtbrille. Mais ist seit 20 Jahren in der Branche tätig, doch solch eine Situation hat selbst er noch nicht erlebt. Polizeihauptkommissar Michael Braunsbach aus Mainz ist Spezialist auf dem Gebiet der Jugendkriminalität. Er rät: Es gilt die Maxime, sich nicht selbst zu gefährden. Dies gilt sowohl für das potenzielle Opfer als auch für Zeugen. Dennoch sollte man auf sich aufmerksam machen und Öffentlichkeit herstellen. Auch wenn es in einer solchen Stresssituation schwierig ist, sollte man sich merken, wie die Täter ausgesehen haben. Und man sollte nicht den Helden spielen. Laut des Kriminalamtes ist seit 2010 die Zahl der Tatverdächtigen im Alter bis 21 Jahren im Bereich der Jugendkriminalität kontinuierlich zurückgegangen. Gerade in den letzten beiden Pandemiejahren ist dies auf die Einschränkungen im öffentlichen Leben zurückzuführen. Seit diesem Frühjahr steigen die Fallzahlen allerdings wieder an. Kinobetreiber Patrick Mais geht es wieder besser. Auch wenn er das Gefühl hat, dass die Hemmschwelle von Jugendlichen deutlich gesunken ist. Mittlerweile konnte in seinem Fall auch ein 14-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn läuft ein Gerichtsverfahren. Mein Vorschlag wäre, also ich bin auch bei der Tafel engagiert, dass er die gemeinnützige Arbeit mit mir zusammen als Täter-Opfer-Ausgleich bei der Tafel verrichtet. Denn klar ist auch, in den meisten Fällen wird bei Angeklagten unter 21 Jahren das Jugendstrafrecht angewandt. Hier steht immer der erzieherische Effekt im Vordergrund und weniger der strafrechtliche. Haben Jugendliche immer häufiger eine immer kürzere Zündschnur? Der Frage gehen wir jetzt nach mit Helena von Fersen. Sie ist Diplompsychologin. Ist das tatsächlich nur so ein Gefühl oder in der Tat so? Ja, also das kann man natürlich schwer sagen, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Die Studien zeigen verschiedene Ergebnisse. Zum Beispiel die einen sagen, Gewalt hat nicht zugenommen. Die anderen sagen, es ist ungefähr gleich geblieben. Die anderen sagen, es ist mehr geworden oder weniger. Also es gibt ganz verschiedene Ergebnisse. Man kann jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich zugenommen hat oder nicht. Es gibt auch so ein Zitat, was zum Beispiel von jemand sehr berühmten, der gesagt hat, die heutige Jugend ist respektlos, distanzlos, sie ist faul und die wird die Gesellschaft nicht gut weiterleiten können zum Beispiel. Und dieses Zitat ist schon 2000 Jahre alt ungefähr. Also oft haben wir auch diesen Blick gerne auf Jugendliche. Also manchmal ist es quasi auch nur ein Gefühl oder das, was man momentan so sieht, sag ich mal. Aber trotzdem sehen wir natürlich die Bilder von Jugendgewalt und auch den Berichten. Also was sind denn die Gründe dafür, dass Gewalt bei Jugendlichen sich Bahn bricht? Ja, also es gibt da verschiedene Gründe. Das eine ist sozusagen was Hormonelles natürlich auch. Zum Beispiel kann auch Testosteron dazu beitragen, dass man aggressiver ist. Dann gibt es auch eine genetische Komponente. Also man hat so gewisse Genvarianten entdeckt, die sozusagen mit Aggression assoziiert sind. Oder wo das dann wahrscheinlicher ist. Aber all das trägt nicht unbedingt schon dazu bei, dass jemand aggressiv ist. Also das eine sind natürlich auch Umstände. Da kann auch sowas wie Corona, also Unsicherheitssituationen oder Krieg natürlich auch dazu beitragen, dass man sich selbst unsicherer fühlt oder nicht weiß, wohin mit meinen Emotionen. Das andere sind auch Persönlichkeitsfaktoren von den Jugendlichen. Also die einen sind vom Typ her vielleicht unsicherer, ängstlicher, zurückhaltender, aber andere sind unruhiger oder müssen ihre aktiver auch und müssen ihre Emotionen eher ausleben zum Beispiel.
Das kann auch noch dazu beitragen. Und dann natürlich auch ein Elternhaus. Also wie sind meine Eltern mit mir umgegangen? Habe ich da ein positives Rollenvorbild mehr oder weniger? Oder habe ich da zum Beispiel auch Gewalt erfahren? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel schon Gewalterfahrung hatte, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich gelernt habe, so agiere ich das dann aus oder so löse ich Probleme beispielsweise. Aber wie schaffen wir es denn dann, wenn beispielsweise eine solche Gewaltspirale dann auch in Gang gesetzt ist, um Jugendliche da wieder rauszuholen? Das ist ganz individuell. Also als Eltern würde ich versuchen, wirklich mit den Jugendlichen zu sprechen, in Ruhe zu sprechen, zu gucken, was ist da eigentlich los und wie kann man das vielleicht auch lösen. Jugendliche haben da oft auch gute Ideen, weil sie ja selbst merken, irgendwie ist das verkehrt. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob sozusagen dieses stabile Elternhaus vorhanden ist oder nicht. Wenn die Jugendlichen jetzt an sich kein positives Rollenvorbild haben, dann ist es wichtig, also in der Familie, dass sie das vielleicht woanders herbekommen. Sei es zum Beispiel ein Lehrer, der an sie glaubt oder sieht, ja, obwohl er auffällig ist, das und das macht er gut beispielsweise. Oder eben Therapie oder Beratung kann helfen, weil man da eben mit jemandem Professionellen reden kann, der sozusagen die Situation auch nochmal aus einer anderen Sicht beleuchten kann. Genau, und einfach so als Eltern kann ich halt immer nur oder für die Eltern ermutigen, dass sie sozusagen das Gute auch in ihren Kindern sehen. Oft sieht man dann schnell das Defizitäre, das fehlt oder das müsstest du besser machen. Da entsteht schnell der Eindruck, dass man als Kind nicht gut genug ist. Aber wenn man dann das Gefühl hat, hey, das mache ich richtig oder das gelingt mir gut und jeder hat Gutes und Schlechtes. Und wenn man eben dieses Positive mehr hervorhebt, kann sich das Kind auch positiv verstärkt fühlen und dadurch vielleicht auch positiver verhalten dann. Wir halten fest, wir gehen einfach am besten alle mit einem positiven Vorbild für die Kinder voran. Frau von Fersen, danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Die Unterhaltung haben wir kurz vor der Sendung geführt. Wir machen eine kleine Pause und dann sind wir zurück und zeigen Ihnen, wie Sie sich vor Fake-Shops schützen können. Ein letzter Tastendruck und die Bestellung ist abgeschickt und schon ist es passiert. Zack, ist das Geld weg vom Konto und auch noch bei irgendwelchen Betrügern. Ja, auf einen Fake-Shop reingefallen sind schon einige von uns. Mehrere tausend Beschwerden gibt es bei der Verbraucherzentrale pro Jahr. Aber wie schützt man sich davor? Vielleicht am besten mit nicht eingesteckter Tastatur. So kann man keine Bestellung abgeben. Ja, aber auch die Verbraucherzentrale weiß zu helfen und Ron Perdus fasst mal zusammen. Tobias wollte einen neuen Fernseher, aber daraus wurde nichts. Wir sind auf den Shop gekommen, das war mit das erste Angebot und wo auch direkt unser Modell zu sehen war. Und dann sind wir da eben drauf eingestiegen. Der 23-Jährige fiel auf einen Online-Fake-Shop rein. Leider gab es da den Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentrale noch nicht. Zu finden unter www.verbraucherzentrale.de/Fake-Shop-Finder. Ja, die gucken zum Beispiel, hat die Internetseite ein Impressum, welche Zahlmethoden werden angeboten, gibt es vielleicht auch auf anderen Seiten schon Hinweise darauf, dass hier verdächtige Handlungen durchgeführt werden oder dass Ware nicht verschickt wird. All das fügen die zusammen und bewerten dann diesen Shop in einem Ampelsystem, grün, gelb oder rot. Rot heißt natürlich Achtung, das scheint ein Fake-Shop zu sein. Um den Fake-Shop-Finder zu testen, sucht unser Verbraucherexperte Ron Perdus eine Seite, die er für Fake hält. Der Rover-Versand scheint alle Kriterien zu erfüllen. Der Elektronikhändler bietet Schnäppchen zu wirklich unglaublich günstigen Preisen. Ron checkt die im Impressum angegebene Adresse der Firma, die ja eigentlich ein Riesenlager haben müsste. Ah, das ist eine Einfamilienhaussiedlung. Die Adresse gibt es, aber da steht einfach ein Einfamilienhaus. Auch das Trusted Shops Garantiesiegel auf der Seite ist verräterisch. Mein Tipp, immer auf dieses Siegel klicken. Ja, wenn es wirklich das echte Siegel ist, kann man es nämlich anklicken und landet bei Trusted Shops. Hier kann man draufklicken, es passiert gar nichts. Das Siegel ist nämlich einfach rauskopiert. Ron füttert den Fake-Shop-Finder mit der Webadresse der Firma und siehe da, rot. Die Begründung? Mehrere Warnungen aus den letzten Tagen auf diversen Seiten, unter anderem auch auf Trusted Shops. Seltsam ist, dass die Webseite in den USA gehostet ist, das sehen wir hier. Und die Domain gerade erst vor 22 Tagen angemeldet wurde. Auch das ist ein Indiz dafür, dass es sich hier um einen Fake-Shop handelt. Wird gelb angezeigt, sollen Nutzer wichtige Details zusätzlich selbst überprüfen, also zum Beispiel das Impressum. Was sagt unser Verbraucherexperte zum Fake-Shop-Finder? Ich finde das eine ganz großartige Geschichte. Wir erleben ja in den letzten Jahren immer mehr, dass diese Fake-Shops wie Pilze aus dem Boden sprießen, die immer besser werden, die Seiten ja kaum noch von, ich sag mal, normalen Shops zu unterscheiden sind. Und dieser Fake-Shop-Finder kann dabei helfen, eben diese Fake-Shops zu identifizieren. Tobias weiß jetzt, was er vor dem nächsten Online-Kauf tun kann. Einfach den Fake-Shop-Finder nutzen.
völlig fakefrei ist das Wetter. Das ist halt immer so. Bei uns scheint für Sie immer die Sonne. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentiert Ihnen das Wetter. In dieser Woche kann sich der Hochsommer unter Hochdruckeinfluss noch einmal zurückmelden. Bei nur wenigen Wolken können wir uns auf bis zu 12 Sonnenstunden einstellen. Regen ist erstmal nicht in Sicht. Damit sieht es auch weiterhin für das pflanzenverfügbare Wasser im Boden kritisch aus. Dazu wird es sehr warm bis heiß. In vielen Regionen knacken die Höchstwerte die 30-Grad-Marke. Im Pfälzerwald liegen die Temperaturen um die 28 Grad. Auch am Mittwoch begleitet uns das ruhige und trockene Wetter mit viel Sonne. Dabei lassen uns die Temperaturen schön schwitzen bei bis zu 33 Grad. Der Donnerstag präsentiert sich sehr sonnig bei oft strahlend blauem Himmel. Der Freitag wird auch gut. Neben ein paar Wolken erwarten uns sonnige Momente und bis zu 32 Grad. Seriös, fair, freundlich. Wir sind immer für Sie da. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentierte Ihnen das Wetter. Also es gibt nur zwei Optionen. Entweder es gibt da draußen irgendwo einen ziemlich herzlosen Hundebesitzer oder einen Hundebesitzer, dem gerade das Herz bricht. Ja, denn in Mannheim auf einem Parkplatz ist das süße kleine Hündchen, was wir jetzt hier sehen, gefunden worden, ein Welpe, war nicht gekennzeichnet und ist jetzt im Tierheim Mannheim. Also, ja. Falls es jemand vermisst und es gerne abholen will, los geht's. Uns gibt's morgen wieder, versprochen. Tschüss.